Wir stehen hier am Remscheider Markt und momentan, wie man sehen kann, ist die Busspur Richtung Hauptbahnhof gesperrt, denn hier wird gerade gebaut. Die alte Busspur, die hier war, die war mit Schwellen, die hat leider nur 4 Jahre gehalten. Jetzt kommt schwarzer Beton rein, denn man hofft hier eine Busspur zu haben, die längerfristig sich hält, wo man keine Probleme hat beim Ein- und Aussteigen. Aber eine solche Baustelle, wo die Busspur gesperrt ist, heißt, dass die Busse hoch und runter fahren hinter der Loggia. Da ist eine Ampelschaltung und die Bushaltestelle ist verlegt. Und wenn man da runter guckt, steht gerade die 654 an der Haltestelle in der Bismarckstraße. Da halten die Busse gerade, da muss man ein- und aussteigen Richtung Hauptbahnhof und Richtung Friedrich-Ebert-Platz. Und die Stadt hofft, dass man in 3 Wochen mit dieser Baustelle durch ist. Diese Woche hat man angefangen, also wird man hoffen, dass man bis Mitte Juli durch ist. Und es gibt auch noch andere Baustellen, die es in den nächsten Wochen, besonders in den Sommerferien, geben wird. Und darüber werden wir auf RS1 TV berichten.